Willkommen, liebe Leute, und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Part von Dark Souls. Ich habe in diesem Part mich entschieden, dass ich eventuell jetzt doch Richtung zweite Glocke gehen werde. Das habe ich mich jetzt mal dazu entschieden. Ich wollte eigentlich erst mich um die Hydras kümmern, aber kann ich ja immer noch später machen. Ah, you certainly are keeping busy. Care to pay for a useful tip? Nützlichen Tipp? Ja, komm, dann sag mal. A wise choice indeed. Maiden Tharaland and her followers recently arrived in this land, but she became stranded deep below the catacombs. Her followers either fled or were reduced to hollows, leaving Maiden Tharaland all alone. Not a bad tip, huh? A Nubar cleric would be replete with humanity. Es hört sich schon so an wie so ein Angebot, dass ich jetzt zu ihr hingehen soll und sie lynchen soll. Oh, könnte man vielleicht mal machen. Aber ich glaube, das will ich wohl, glaube ich, nicht in diesem Gameplay machen. Ich habe jetzt auch mich entschieden. Ich werde vermutlich eventuell nach diesem Let's Play da, werde ich nochmal ein extra Video machen. Das werden Zusammenschnitte sein nochmal mit meinem vollendeten Aussehen, so wie ich meinen Charakter mir vorgestellt habe. Weil ich werde ja auch für mich privat das Spiel auch nochmal mehrmals durchspielen. Da ich ja gerne die Achievements dafür alle haben möchte, alle. Darum muss ich halt ein bisschen mehr mich um dieses Spiel kümmern. Und deswegen wird es sich irgendwann später auch ein bisschen verkürzen mit Teil 2. Aber damit das ja nicht so lange da ist, hoffe ich mal, dass ich bis dahin, wenn die Videos ja alle öffentlich gezeigt werden, dass ich bis dahin schon an Teil 2 schon dran bin. Es ist aber noch so eine Frage der Zeit erstmal. Da ich ja, wie gesagt, mich mehr erstmal um Teil 1 kümmern möchte, weil ich gerne alle Teile gerne mal richtig schön ausleben möchte, werde ich selbstverständlich auch alle Spiele, alle Möglichkeiten hier ausnutzen, selbst alle Rüstung so. Ich werde alles versuchen, so gut wie es geht, zu finden und so. Ich werde es vermutlich nicht in diesem Let's Play schaffen, eventuell, könnte auch passieren. Aber nichtsdestotrotz, guck. Und da fällt er runter. Fall runter. Du sollst runterfallen, habe ich gesagt. Mann, geht doch. Naja, ich weiß nicht, habe ich den schon mal gezeigt? Ich zeige hier auch nochmal. Ich glaube, den habe ich schon gezeigt, den Rickard. Ja, haben wir schon. Haben wir schon gehabt, den Rickard. Den brauche ich nicht nochmal zeigen. Dann war ein kleiner Fehler von mir. Ja, das kommt manchmal ein bisschen vor, wenn man da ein paar verschiedene Spielstände vor sich hatte. Dann denkt man manchmal, war ich schon bei ihm oder war ich nicht? Aber trotzdem will ich mal so für mich so ein paar Seelen sammeln. Ich habe übrigens, ja, kann ich mal kurz zeigen, ein bisschen so. Ja, ich bin jetzt Stufe 68, also noch zwei Stufen, dann bin ich meinen anderen Charakter schon so von der Stufe gleich. Dann werde ich eventuell ihn dann auch entfernen. Und dann spiele ich nur noch mit ihm, mit den richtigen Gatsus. Dann habe ich so gesehen meinen Main-Char, mit dem ich nur spielen werde, austoben werde, als vernichten, zerstören, zerschlagen, was man in diesem Spiel halt tut, machen. Ich werde, ob ich auch PvP-Kämpfe machen werde oder aufnehmen werde, das überlege ich mir auch noch so. Kann sein, dass ich das machen werde, vielleicht auch nicht. Mal sehen. Was machst du denn da? Bin mal da richtig gemein heute. Gut, ich hatte ja letztes Mal hier schon mal hier unten, hat ihr mir ja das die Feuerhüterin Seele ja hier geholt. War ja gut, aber jetzt muss ich aber ganz durch hier gehen. Weil es geht ja darum, die zweite Glocke zu halten, muss ich ja weiter vordringen. So, aber jetzt kommt aber der entscheidende Punkt hier auch. Ich muss mich jetzt auch hier um die Geister mich prügeln. Konnte ich ja vorher nicht, aber jetzt bin ich aber in der Lage, sie zu besiegen, weil ich ja den Wanderfluch habe. Mit dieser Fähigkeit bin ich dann in der Lage, dann die Geister auch zu verletzen. So, das wollen wir direkt aktivieren, dann kommt mich schon der Erste. Ich hoffe mal, dass ich auch nicht direkt hier umgebracht werde, weil die machen ja auch nicht gerade, ja, da fängt es schon an. Da könnt ihr schon mal sehen, was die für einen Damage machen können. Zack. Oh, dafür räche ich mich jetzt mal ganz nett bei denen. Wow, warum habe ich jetzt nicht ihn verletzt? Geht doch. Ich werde jetzt auch keinen Flaken dafür nehmen. Ne, brauche ich nicht. Ich werde aber trotzdem ein bisschen einfach so für mich persönlich mal mich mal an den Geistern nochmal richten, was die mir angetan haben letztens. Diese Mistkerle, die waren ja auch nicht gerade nett zu mir. Und ich werde es auch nicht zu denen sein. So sieht es mal so aus. Ja.
Schauen wir uns nochmal hier um. Oh, guck mal, hier haben wir noch eine Leiche. Ich glaube, der wird bestimmt was bei sich haben. Ja, hat der. Nochmal Wanderfluch. Gut, haben wir schon mal drei. Weil ich muss den jetzt extra noch vor meine Augen haben hier, weil jetzt ist er ja im Moment ja ausgegraut hier. So sage ich das mal jetzt. Mit Wanderfluch, dadurch weiß ich, dass er noch im Einsatz ist. Und dadurch auch meines Wissens weiß ich dann auch, dass ich die Geister noch verletzen kann, weil die hat dieser, sagen wir mal so, dieser Buff, nenne ich das mal jetzt, ist ja auch begrenzt da. Irgendwann ist er auch weg und da muss ich halt mal ein bisschen meine Augen offen halten. Ja, wer kommt noch hier? Hallo, wer kommt noch? Wer will noch nicht, wer hat noch mal? Okay, ja, nochmal hier lang hier. Oh, warte mal, hier war doch... Ah, wusste ich's doch. Da war doch mal was gewesen. Ja, zum Glück habe ich da noch gute Erinnerungen gehabt hier ein bisschen. Moment kurz. Ja, jetzt guck mal so. Und dann kann ich eventuell beide treffen oder auch nicht. Verdammt. Wow, 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 wow. Vorsicht, Vorsicht. Oh, verdammt, da ist noch einer hinter mir. Oh, die kommen... Die muss man richtig aufpassen, weil die kommen manchmal in einen Haufen an. Und das ist auch nicht gerade sehr toll. Ja, das kann auch sehr übel sein. Was ist... Ach so, ja, stimmt. Du hast ja dann... Wie kriege ich jetzt eigentlich Heilung von meinen Flags? Okay. Die nächsten Levels, die ich jetzt machen werde... Ich werde jetzt mal... Ich muss kurz selber mal kurz für mich gucken. Also die nächsten Punkte, die ich verteilen werde, werden jetzt noch in stärkeren Konditionen sein. Erstmal für mich. Dann habe ich erstmal so ein Bild, so wie ich mir vorgestellt habe. Das Leben kann ich jetzt erstmal so... Habe ich das Leben jetzt gerade? 31, ja. Müsste eigentlich noch ein bisschen mehr. Aber für mich reicht das jetzt erstmal für den Anfang, dass er so hoch ist. Kann ich mit Leben klarkommen. Deswegen werde ich ihn jetzt auch in der Stufe halten. Ich muss gerade ein bisschen hier meine Augen offen halten, dass ich ihn nicht aus Versehen in den Abgrund stürze. Das kann nämlich auch ganz schön böse enden. Was haben wir hier nochmal? Ich glaube, der Vorrichtung bewegt sich nicht. Das hat sich schon mal geklärt, der Fall. Ich will da gerne hin. Ah, ne, schon gut. Muss ich erstmal. Wanderflug muss ich immer noch im Visier halten. Das ist jetzt langsam die Zeit, wo, glaube ich, bald gleich wieder erlöscht. Es gibt auch manchmal so Fälle, wo er auch mitten im Kampf da erlöschen kann. Das ist auch echt toll, muss ich mal sagen. Aus einer ganz anderen Art und Weise mache ich das natürlich selbstverständlich. Wow, 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 Kollege. Mal ganz locker hier. Ma. Hab ich trotzdem noch getroffen. Ah, da drüben ist schon mal eine Nebelwand. Das heißt, ich muss da gleich noch lang. Hoffentlich sterbe ich hier nicht. Ich muss auch aufpassen, dass ich hier nicht irgendwo in den Abgrund stürze. Deswegen laufe ich ab und zu mal ein bisschen vorsichtig. Vorsicht ist die Mutter aller Porzellankisten. Oh. Gezackte Geisterklinge. Okay, die hatte ich auch noch nicht bekommen hier. So, das ist ja ein echt gruseliger Geselle oder Gesellen. Man sieht, man da ein bisschen näher... Ich versuche mal zu scrollen. Man sieht, die hat ein Kind in seinem Arm. In ihren Armen trägt sie ein Kind. Auch ganz schön muselig, gruselig. Aber naja, dafür habe ich sie jetzt erlöst. Fürs Erste. Wenn ich mit nächsten Leuchtfeuer wieder ankomme, dann sind sie so wieder da. Was ich auch ein bisschen komisch finde, aber naja. So, jetzt können wir erstmal durch den Nebel schreiten. Ich gehe auch jetzt hier ein bisschen vorsichtig los. Ich glaube, ich bin noch jetzt hier langsam hier... Bin ich nicht hier, wo... Da werde ich gleich mal... Ah. Guck mal, wie der oben auf mich lauert. Moment kurz, muss mal versuchen, ob ich das so machen kann. Meine Seele Soldat, gut. Mal direkt... Ah, wieder versucht, mich anzu... Ah, verdammt, ich darf nicht so weit nach vorne rollen. So, du gehst schlafen. Bist müde. Da drüben liegt auch noch was. Aber wie ich das Spiel kenne, haben wir jetzt schon gedacht. Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Diese Mistkerle lauern überall. Oh, aber gut. Gut zu wissen, dass er das gerade aufgegeben hat. So, aber die Geister sind ja auch irgendwo noch, oder? Moment. Oder auch nicht. Aber ich kann ja gerade hier runtergehen. Ich werde mal kurz hier runtergehen, weil ich bin mir ein bisschen unsicher, was hier nochmal wo war.
Weil ich war ja nur einmal und nie wieder. Ich habe ja gehört von dem vielen Dark Souls-Spieler, habe ich mal gehört, dieses ist auch eine der nervigsten Welten überhaupt. Gerade schon wegen die Geister, aber es kommen noch schlimmere Welten. Oh, da kommt ja schon der Geist angeflogen. Aber gut ist an dieser Waffe hier gerade auch, dass die Reichweite. Dann finde ich auch mal größtes. Oh, da kommt der hässlich. Auf die Finger! Oh, ich wollte mich trotzdem weiter mal hier umschauen. Hier ist nichts mehr, was mich interessieren kann. Kann man da rüber? Ja, aber das ist mir zu eng. Ich weiß nicht, ob ich da einen Flutschi mache und dann runterfalle. Das ist auch dann wieder ärgerlich. Ich weiß ja nicht, wo ich da lande. Okay, da ist Wasser. Ich glaube nicht, dass der Wasser da unten, sprich dieses Wasser da einen guten Grund hat, wo ich drauf landen könnte. Das glaube ich wäre nicht ein guter Fall. Das wird bestimmt böse enden. Deswegen unterlasse ich das jetzt da runter zu springen. Ich glaube, hier war doch nicht so vieles Interessantes, wie ich sehe. Ne, sieht nicht so aus. Dann versuche ich mal wieder Richtung Leiter zu gehen. Ne, hier gibt es nichts Interessantes. Auch keine Leiter, nichts. Wo ich mir eventuell den Weg nach dahin wieder verkürzen könnte. Ja, ist meine Leiter wieder. Wo ist überhaupt die Leiter? Jetzt habe ich mich auch noch verlaufen hier. Ne, ich glaube, die Leiter war doch hier, genau. Sage ich doch. Gut. Zudem habe ich aber die Geister, die unter mir waren, auch dafür weggeklatscht. Brauche ich mir auch keine Sorgen machen, dass die mich gleich wieder angreifen. Ich könnte schon, ich habe gerade was gehört. Moment kurz, da findet sich eine Flamme. Da ist was. Wieso habe ich das Gefühl, hier könnten noch irgendwo Gegner lauern? Ich kenne das Spiel doch. Die haben doch immer so gemeine Überraschungen für mich. Oder? Ah, oh, da war es klar. Alter Falter. Hau ab. Ja, genau. Kommt doch direkt alle. Mein Gott, ey. Da greift er mich jetzt noch tatsächlich. Dieses Drecksau. Boah, lass mich mal ausstehen. Ich klatsch. Oh, erstmal den weg. Und jetzt der. Erstmal direkt einen Flask wieder reinsaufen. Guten Durst. Wanderfluch nochmal bekommen. Okay, jetzt kommt er nochmal hoch. Das ist gut. Komm mal näher. Komm mal näher. Komm mal näher. Nee, hau ab. Will ich nicht anfassen. Du sollst mich auch nicht anfassen. Komm mal lieber näher, du Hanselkopf. Komm her, ich hab was Schönes für dich. Guck mal, ob die Reichweite reicht. Ja, genau auf die Birne. Wow, nicht, dass ich jetzt da runterfalle. So, hier war, genau, hier war die Treppe. Da geht's tief nach unten. Und ich bin da nicht schwimmtauglich. Gerade nicht mit der Rüstung hier. Da gehe ich gleich mal hin. Erstmal schaue ich mich mal hier um. Truhen sah ich jetzt schon. Vasen, Rubine, Rubine. Na! Ah! Wow! Ekelhafter! Mal komm runter! Ja, toll. Herzlichen Glückwunsch. Komm. Jawoll. Das hat erstmal, dass ich so einen Hieb hier mal ausführe. Ich wusste gar nicht, dass er so hier Hiebe drauf hatte. Ich wollte mal testen, was der mit der Taste für einen Hieb heraushämmert. Oh, wie alle schon auf mich lauern. What the hell? Mein Gott. Die sterben. Mein Gott, die kommen jetzt auch wieder von allen Seiten hier wieder angesaust. Heilige Karauter, Mann. Hau ab. Ich glaube, da war diese Mistziege da mit dem Kind da wieder. Gießt hier wieder irgendwo. Und die tut mir ihren Schreien ja alles hier. Wo ist die? Die war doch bestimmt hier gewesen, oder? Hau ab. Oh, hier ist ein Kamin. Mit einer Leiter. Aber ich bin immer vorsichtig. Ich hatte ich jetzt hier oben. Muss auch passen. Weil die Geister können überall lauern. Ich will mich dann meinen dicken Hintern angucken, möchte ich mir jetzt auch nicht unbedingt. Aber da steht jemand, wie ich sehe. Dann wollen wir den mal anquatschen. Hello? Well, this is a surprise. I don't get many visitors, except for ghosts. Do you have some business here? My name is Ingrid. I'm an old man.
bound to these parts, but I don't mind a chat. I may even be of some help. I am the guardian of the sea. I watch over the four kings, the masters of the dark wraiths. The dark wraiths are the enemies of man, and any living thing that has a soul. They were born in New Londo, and that is where they perished. The entire city was sacrificed to contain them, for that is how great a threat they were. Ja, super. Also kann meine Flüche brechen, wenn ich mal verflucht sein sollte. Hat dann so schönes Wanderfluch, finde ich jetzt nicht so Fluchabwehr. Oh, das ist interessant. Dann nehmen wir da mal mit. Oh, er hat da nur einen. Okay. Pardon dafür. Oh. Ich hab gerade was im Hals. Oh. Boah, ich hab's jetzt echt wieder mit dem Hals wieder. Ich glaube, ich fange wieder an, durch diese verdammte Temperaturen. Schwankungen wieder hier, langsam wieder krank zu werden. Da habe ich jetzt echt keine Lust drauf. Nicht gerade noch vor Weihnachten, da fehlt mir auch noch hier. So, mal runtersliden hier, ganz klassisch. Du kannst sagen, ich höre doch hier was. Komm her. Was? Ich habe dich getroffen, ey, komm schon. Ach, ja, ist okay, okay, ich merke es gerade. Ja, komm, mach mal entspannt hier. Na, mich gerade schon, hä, warum geht das jetzt hier nicht? Oh, ein Drink. Ja, mal ganz gechillt hier runter. Ja, da gehe ich gleich lang. Erstmal schaue ich mich hier um. Da oben ist doch was. Da gehe ich aber gleich erst hin. Dann schaue ich mal hier unten rein. Okay, hier. Da, das war meine Treppen, okay. Da gehe ich gleich hin. Jetzt mal schaue ich mich hier um. Ja, sagt hier auch noch was ist hier. Überall kann ja was sein. Da muss man sich schon ein bisschen hier die Augen. Ah, hier. Zum Beispiel. Fluch bis Ring. Wie geht's? Gucken wir mich gleich mal direkt mal durch hier. Aber erstmal. Ne? Hallo. Ne, hier war nichts. Dann kann ich jetzt wieder, oder? Nein, nix. Gut, dann gehe ich wieder zurück. Schaue ich mal weiter hier um. Dann gehe ich mal die Treppen weiter runter. Geister von der Seite habe ich ja auch schon weggeknallt. Das heißt also, da drüben liegt noch was. Ne, hier kommen keine Geister mehr. Trotzdem laufe ich mal ein bisschen vorsichtig hier durch. Kann ja immer wieder was sein. Das Spiel ist ja so nett zu mir. Ah, super, ich muss rennen. Springen. Muss ich jetzt wieder gut anpassen. Wie hatte ich jetzt hier auszusehen hier? Zack. Grüne Scherbe. Oh, grüne Scherben sind gut. Die auch gut fürs Aufwerten gedacht. Mal hier kaputt machen. Okay. Okay, dann gehen wir mal wieder weiter. Schauen wir uns hier um. Seht ihr Soldat? Gut. Man weiß ja nicht, ne, was hier überall sein könnte. Verdammt, mein Hals. Ich hasse ihn. Okay. Sieht schon mal nach dem Weg aus gleich. Da gehe ich aber gleich nochmal kurz hin. So, wollte ich hier hoch. Wollte mal was gucken. Aha. Sage ich doch. Menschlichkeit, okay. Das ist auch noch was, wie ich sehe. Aber wie komme ich jetzt? Ah, ich sehe schon, wie ich da hinkomme. Muss ich gleich, glaube ich, einen großen Weg wieder machen, wie ich sehe. Einen Umweg. Aber naja. Huissa! Ich hoffe, ich komme woanders auch wieder rein hier. Das wäre jetzt auch ein bisschen ärgerlich. Ah, ich sehe schon hier. Die Fenster hier. Die sprechen schon zu mir, dass die zu mir sagen, hey du, komm hier rein. Will ich auch gleich ausnutzen. Aber erstmal gucke ich hier, was haben wir denn hier so Schönes. Seltener Ring der Opferung, okay. Ach, ich glaube, das sind doch diese, das kann ich schon so erklären. Das waren ja diese
sind ja diese seltenen Ringe der Opferung. Wenn man getötet wird, dabei verflucht wird, kommt man dann auch wieder entflucht wieder zurück. Also man wird auch nicht verflucht. Ja, okay, das nehme ich in Kauf. Ich habe mich gerade wieder von den Geräuschen ein bisschen irritieren lassen. Ich dachte, da kommt jetzt gleich wieder was raus. Okay, da war, musste ich nicht lang. Also ein tiefer. Ist da noch was? Ich habe schon wieder was vergessen. Gehe ich mal gleich mal im Rückweg nochmal nachschauen, oder? Von wo kommt das? Ist hier irgendwo noch ein Eingang hier, den ich übersehen habe eventuell? Sieht nicht so aus, oder? Nee, ah, hier war ja noch was. Hä? Oder habe ich jetzt wieder einen... Hä? Ach, da kam ich ja her. Bäh, voll. Super. Super. Dolle. Doll, echt super, Junge. Da ist auch was, hä? Ah, ich komme einfach von den Geistern. Ja, Wanderfluch. Gut, ich gehe aber wieder zurück hier. Pfeife jetzt mal kurz auf das Item da. Ich werde so oder so irgendwann mal hier wieder hinkommen müssen. Und dann, wenn man was holt, kann ich ja direkt mit dazu holen. Wo war ich jetzt hier richtig? Ja, hier war ich richtig. Ich wollte jetzt mal nach links gehen wieder. Gehen wir jetzt mal hier lang. Lalalalalala. Hallo.